Hallo und herzlich willkommen YouTube, ich bin Sabotin und willkommen zurück zum Meta-Montag. Wie jede Woche gebe ich euch einmal ein Deck-Profile zu einem Meta-Deck oder Contender. Link zum Deck ist in der Videobeschreibung, falls ihr das selber spielen wollt. Das heutige Deck werdet ihr wie immer schon im Thumbnail gesehen haben und das ist Virtualwelt. Für alle, die nicht wissen, was Virtualwelt tut, einfaches Konzept. Wenn ihr eine offene Karte habt, könnt ihr eins von den Monstern benutzen, die Karte auf dem Feld wählen und dann von eurem Deck einen anderen Kartentyp auf den Friedhof legen und dann das Monster spezial beschwören. Die haben die Möglichkeit, als Nicht-Tuner und Tuner-Monster gespielt zu werden, um halt ein paar Synchro-Plays zu machen. Und das ist der Grund, warum in diesem Deck kein einziges Link-Monster ist, sondern wirklich nur Synchro, Fusion und Xyz. By the way, lasst mir unglaublich gerne mal ein Abo da für den Channel, denn Leute, ich mache hier jede Woche für euch ein Deck-Profile, was meta-relevant ist, damit ihr wisst, was gespielt wird, welche Karten denn vorkommen, wie das Endboard aussieht. Und da habe ich mir auf jeden Fall mal ein Abo verdient. Seht ihr das nicht genauso? Und wenn nicht ein Abo, ey, like, Leute, zeigt das Video allen, die das wissen wollen. Und es ist ein ziemlich interessantes Deck mit sehr weirden Namen. Basiert auf einer chinesischen Geschichte, keine Ahnung, ist auf jeden Fall ziemlich witzig, wenn man den Namen ausspricht. Aber würde ich sagen, starten wir jetzt einmal mit dem Deck-Profile. Wir fangen an mit 3x Kirin Lily. Diese Karte hat schon einen Virtualwelt-Effekt. Tage eine Karte, schicke auf den Friedhof. Besonders dieser Karte ist, die kann noch eine andere Karte zusätzlich auf den Friedhof schicken. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht, weil wir damit halt ein größeres Setup bekommen für Monster und Spelltraps. Ist auf jeden Fall nicht bad, denn die Karten im Friedhof haben ja auch ein paar Effekte, deswegen ist es auf jeden Fall nicht verkehrt, das zu haben. Da haben wir definitiv jetzt die beste Karte, das ist nämlich einmal Mayhime Lulu, Virtualwelt logischerweise. Die Karte hat die Fähigkeit, wenn ihr das macht, einen Friedhof schickt, könnt ihr euch eine Virtualweltkarte adden. Das ist tatsächlich das beste Monster aus dem Themendeck. Die Karte ist wirklich richtig stark und ist auch eine der teuersten Karten logischerweise. Dann haben wir noch 3x Laulau. Die Karte kann vom Gravefast spezial beschwören. Was auch ziemlich gut ist, denn damit kriegen wir nochmal einen extra Buddy aufs Feld, was halt heftig ist und der ist auch ein Level 6 Monster. Damit können wir so ein paar Sachen setupen. Auf jeden Fall eine ziemlich gute Karte. Dann haben wir noch einmal Tengchi Gigi. Ich weiß, der Name ist heftig. Die Karte kann in der Endphase uns ein Virtualweltmonster wieder auf die Hand geben, was uns ein Follower-Play geben kann. Das ist halt ziemlich nice. Ist jetzt keine so nicht gute Karte, aber die ist auf jeden Fall not bad und ist Level 3, also ist auf jeden Fall gut benutzbar. Dann haben wir noch einmal Hime Nyanyan. Die Karte an sich ist ziemlich cool. Die Karte hat nämlich nicht diesen Standard-Virtual-World-Effekt zum Specialen, sondern die specialt sich aus dem Friedhof, wenn ein Level 3 Monster beschworen wird, was ziemlich cool ist. Und die hat noch einen Effekt, wenn die Karte gebanished wird, können wir eine gebanishte Karte wieder ins Deck zurückmischen. Und das gilt auch unter die Zayas, denn auch verdeckt bei der Karten sind ja verwandte Karten und da die nicht spezifiziert, was für ein Typ das ist, ist das auf jeden Fall eine ganz gute Sache. Und die kommt, wenn die beschworen wird, kann die als Tuner zurückkommen. Das kann uns mal für die Synchro-Plays halt helfen. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Karte. Und die letzte Karte im Main Deck ist Tutu. Die ist ähnlich wie Nyanyan, die kann sich auch nicht selber specialen von der Hand, sondern die kann sich auch vom Friedhof specialen, indem wir halt einen Worm oder Psychic-Monster abwerfen. Das sind die Typen von den VW-Monstern. Und dann kann die spezial beschwören als Tuner. Und die ist halt Level 6, das gibt uns halt mehr Access, um die einfacher zu rufen. Und wenn wir keine Monster kontrollieren, oder nur Psychic und oder Würmonster hast, kannst du die normal beschwören und Tribut anzubieten, was auch ein nettes Feature ist. Das heißt, das Level an sich ist bei der Karte wirklich vollkommen egal. Aber die spielen wir nur als One-Off, weil es halt nicht ganz so krass ist, weil wir sie halt nicht specialen können. Wir wollen nicht mehr als drei davon haben, die wir nicht specialen können. Dann kommen wir jetzt zu unserem Handtrap-Lineup. Da spielen wir ganz klassisch 3x Ash Blossom Joy Spring. Den mal in dem Format werdet ihr schon gesehen haben, Ash ist so ziemlich die generischste Karte, die ihr spielen könnt. Deshalb taucht die auch hier öfter mal auf. Brauche ich hier nichts mehr zu sagen. Die zweite Karte ist Cyphering Gear Gamma. Und natürlich den einen Driver, den brauchen wir ja. Der Grund, warum wir den in den Deck spielen, ist, wir haben halt viele Effekte, die wir vorher aktivieren, bevor wir Monster auf dem Feld haben. Und wir haben viele Effekte, die in der Hand aktivieren. Und wir wollen die quasi protecten. Und dafür ist halt Gamma super. Mehr macht die Karte hier nicht. Dann kommen wir zu den Spells. Auf jeden Fall sehr interessante Karten, die die da haben. Dann haben wir zuerst einmal die tolle Karte Virtual World Kowloon. Das ist so die Starterkarte, denn die kannst du also direkt aus dem Deck die Trap-Karte setzen, um unser Play zu starten. Die hat noch ein paar andere Effekte, aber ganz ehrlich, die tauchen eigentlich nie auf. Ihr werdet die entweder mal als erste Karte aktivieren oder als zweite Karte. Das bedeutet im Endeffekt, alle Monster kriegen es von alle Karte zu. Ist jetzt nicht ganz so heftig. Auf jeden Fall, das ist eine sehr gute Karte. Dreimal logischerweise, weil halt gut. Dann haben wir noch einmal Quinglong. Die Karte ist unglaublich stark. Denn du kannst eine virtuelle Karte von deinem Friedhof verbannen. Dann kannst du ein offenes Monster auf dem Feld wählen und kannst bis zum Ende des Spielzuges den Effekt annullieren. Das ist gut, denn die gebannten Karten haben Benefits für die Fallenkarte. Da kommen wir gleich noch zu. Und ein Effekt zu annullieren ist halt ziemlich stark, mal so eine Abuse einfach auf Null zu kriegen. Mit einer internen Engine-Karte ist halt schon ziemlich stark. Und damit kannst du auch Winde outen, by the way. Der zweite Effekt ist aber auch ziemlich gut. Du kannst die Karte von Friedhof banishen, dann kannst du den Virtualwelt Monster hinzufügen. Und dann
eine Karte von der Hand auf den Friedhof legen. Ziemlich, ziemlich guter Effekt. Geht zwar nicht plus, aber ist trotzdem ein ziemlich guter Effekt. Dann haben wir die letzte Konstanzkarte für die Monster. Das ist einmal Notfallteleport, denn wir haben viele Psychic-Monster, die wir specialen können damit. Gute Karte. Dann kommen wir zur Konstanz. Da spielen wir dreimal die Zayas. Weil wie gesagt, mit Yanyan können wir die gemanagten Karten, die wir brauchen, auf wieder ins Deck zurückmischen. Macht also nicht viel Unterschied, ob wir das aktivieren, aber das plus 1 ist heftig. Dann haben wir dreimal Topf des Wohlstandes. Die kollidiert natürlich mit die Zayas. Aber mal das eine besser, mal das andere. Wir können beide gut spielen, weil die Monster endlich halt die Konstanz schon vorgeben. Und deshalb ist es auf jeden Fall ziemlich gut, die zu spielen. Wir schließen ab unsere Spells mit zweimal Dark Ruler. Ich hätte hier gern 3 gespielt, aber ich wollte die 40 nicht überschreiten. Deshalb habe ich mich hier für 2 entschieden. Ihr könnt aber auch 3 spielen mit 41 Karten. Aber ich versuche mal, die Decks hier bei 40 Karten zu belassen. Dann haben wir unsere Fallenkarten und die sind ganz gut. Da haben wir zweimal Chuche. Die Karte hat die Fähigkeit, wenn sie auch auf dem Feld ist, dass wir 2 gebändigte Virtualweltkarten wieder ins Deck zurückmischen können und eine Karte auf dem Feld zerstören können. Ziemlich guter Effekt. Recycelt und zerstört. Heftig. Der zweite Effekt ist der, dass wenn ihr im Friedhof ist, wir ein Virtualweltmonster targeten können, was wir kontrollieren, Chuche bändigen können und dann können wir das Level entweder um 3 erhöhen oder um 3 niedriger machen. Das ist für die Synchro-Plays in dem Deck unglaublich wichtig. Gute Karte auf jeden Fall. Die neueste Karte ist in dem Fall Xiang Wu. Der On-Field-Effekt ist jetzt nicht ganz so heftig. Die kann nämlich die ATK, kann die Monster in die Battle-Position switchen, wenn wir eine andere Gate-Karte auf dem Feld haben, wie jetzt Chuche zum Beispiel. Das ist jetzt nicht so heftig, aber der zweite Effekt eigentlich der viel interessanter ist. Du kannst die Karte vom Friedhof banishen, dann kannst du mit Virtual-Welt-Monster spezial beschwören vom Friedhof, dann sendest du eine Karte von einer auf den Friedhof. Das hört sich erstmal nicht so ganz krass an, aber es gibt uns quasi ein extra Buddy aufs Feld, um halt eine Synchro-Beschwörung zu machen. Und das ist ziemlich gut. Das Monster ist zwar annulliert vom Effekt her, aber das ist egal. Es ist ein Buddy auf dem Feld, der für eine Synchro benutzt werden kann. Deshalb auf jeden Fall ziemlich gute Karte und ist die neueste Edition im Deck neben Tutu. Ist ja ziemlich gut. Dann kommen wir jetzt zum Extra-Deck. Wir fangen an mit den Synchro-Monstern. Da haben wir einmal das themeninterne Monster Chen-Chen. Insanely powerful die Karte, denn jede Karte vom Feld, die auf Friedhof gelegt werden würde, wird stattdessen verbannt, schon strong. Das hilft sogar dem eigenen Deckthema jetzt ziemlich gut weiter. Und wir können die vom Friedhof spezial beschwören, wenn wir 2 Monster banishen vom Friedhof mit 2 verschiedenen Attributen und Typen. Was halt ziemlich gut ist und dann haben wir die wieder auf dem Feld. Und die banisht sich nicht, wenn die das Feld verlässt. Das ist halt unglaublich stark. Also wir haben eine sehr, sehr gute Karte. Dann haben wir noch einmal den Dragonmech, der Vermilion, der ist ein generisches Level 9 Synchro-Monster, der Tuner banishen kann, um Karten auf dem Feld zu schießen. Ist eine ganz gute Karte und die ist halt Level 9. Das ist auch nicht verkehrt, weil wir die relativ easy machen können. Da haben wir einmal Omega. Ich denke, ist klar, wir spielen das Gamma Package und das ist halt gut, die Karte vom Feld zu bekommen, damit wir Platz haben für unsere anderen Monster. Dann haben wir einmal das themeninterne Monster, nämlich Gigi oder Jiu-Jiu, wie auch immer die Karte heißt. Die hat die Fähigkeit, dass wir 2 Monster mit demselben Typen vom Feld Friedhof banishen können. Und dann können wir eine Karte vom Gegner vom Feld auf den Friedhof legen. Das ist ein ziemlich guter Effekt, weil die zerstört nicht. Die will zwar, aber es ist trotzdem ein guter Effekt. Dann haben wir noch einmal den Charge Warrior. Der ist wirklich nur dafür da, um Level 6 Stepping Stone zu sein, um eine Karte zu ziehen, was ziemlich gut sein kann. Und die kann witzigerweise irgendwie alle Monster vom Gegner angreifen, die spezial beschworen wurden. Kommt zwar nie auf, aber wichtig zu wissen. Und dann spielen wir noch 3 Synchro-Monster in dem Deck, die ihr gerade schon mal gesehen haben werdet. Das ist einmal Zolkin, Crystal Ring und den Muddy Mud Dragon. Die sind alle dafür das Endport zuständig. Der Zolkin holt den Crystal Ring, wenn eine Karte gesetzt wird und der Muddy Mud Dragon holt die nächste Karte und das ist einmal Caliga, denn das ist fürs Endboard wichtig, da kommen wir gleich noch zu. Die Karten brauchen wir auf jeden Fall alle 4. Ziemlich gute Karten. Kommen wir zu den Xyz. Da spielen wir einmal Feng Feng. Die Karte kann was von Gegner banishen. Das ist eine unglaublich gute Karte, braucht 2 Level 6 Monster. Und ja, ihr hängt 2 Materialien ab und dann nehmt ihr eine Karte vom Gegner und eine Karte vom Gegner zum Friedhof und banisht die. Guter Effekt. Wir haben einmal Constella M7 hier. Der hat die Fähigkeit, dass wir Material abhängen können und eine Karte vom Feld oder vom Friedhof auf die Hand geben können. Das heißt, wir können gegnerische Karten auf die Hand geben oder unsere eigenen Karten wieder von Hand vom Friedhof nehmen, was halt ziemlich gut ist. Ziemlich powerful die Karte und ist halt wert generisch Rang 6. Das gleiche gilt übrigens auch für Oberutopia. Die macht alle gegnerischen Monster zu 0. Das ist ziemlich gutes. Und dann haben wir halt ein Play für Zeus, weil der 3000 ist ziemlich stark. Dann haben wir auch einmal den Gaia. Der ist wirklich nur dafür da, um die oben drauf zu legen, um ein Material mehr zu haben für die nächste Karte, die jetzt kommt. Und das ist Zeus. Ich denke, nicht sonderlich überraschend. Eine sehr, sehr gute Karte auf jeden Fall. Einmal haben wir sie, mehr brauchen wir es auch nicht. Einmal ist es in Ordnung. Und dann spielen wir noch einmal den Enabler, das ist dann der Fortune Tune. Die ist einfach nur ein Monster, was halt nicht gewählt werden kann. Und dann können wir nicht, die kann durch den Kampf zerstört werden, das ist ganz gut. Und dann haben wir halt Material, um Zeus zu machen. Dafür ist sie da, mehr macht die nicht. Das ist immer Zweifelsplay, wenn das aufkommt, aber das kann theoretisch mal vorkommen. Deswegen ist das gut, die Karte wirklich zu haben. Die ist, by the way, auch ziemlich teuer. Das war's schon mit dem Deckprofile. Kommen wir mal ganz kurz zum Endboard.
Das Endboard von VW, wenn es First geht, ist eigentlich relativ simpel. Ihr habt einen Chris Ring, der einen Monster-Effekt annullieren kann. Und ihr habt einmal Caliga, der sagt, euer Gegner kann noch einen Monster-Effekt aktivieren. Also ihr natürlich auch, aber ihr könnt noch einen Monster-Effekt machen. Das ist halt ziemlich gut. Und dann habt ihr noch einmal Chuchi da liegen. Und Chuchi ist halt richtig stark, denn ihr zerstört eine Karte auf dem Feld. Und das in Kombination mit Caliga und dem Crystal Ring und Chuchi sind zwar theoretisch nur zwei Interruptions, aber der Gegner kann auch nur eine Interruption aktivieren. Und wenn wir die annullieren können, ist das ziemlich gut. Ja, das war's schon mit dem Virtual World Deck. Wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, lasst mir in den Kommentaren da, welche Decks ihr sehen wollt. Denn so langsam gehen mir die Meta-Decks aus, ne? VW war schon so ein Pick, ich dachte, ja, die spielt halt irgendwie oben mit, aber irgendwie auch nicht, ne? Wir können uns mal, wenn wir möchten, nächste Woche das neue Dino Scrap Deck angucken. Ihr könnt entscheiden, ob ihr die FDK-Variante haben wollt oder halt nur die Scrap-Dino-Variante. Die ist wahrscheinlich sogar besser, also meta-relevanter. Deswegen werde ich wahrscheinlich sogar die machen. Lasst mir unten da. Dann würde ich sagen, das war's schon fürs heutige Video. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, Leute. Aller Zeiten.